Herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nachdem wir schlauerweise gerade eben da unten runtergefallen sind, suche ich mir jetzt mal einen anderen Weg hier raus. Das müssen wir ja nicht nochmal haben. So. Ausdauer natürlich zerfetzt. Komme ich hier vielleicht rum? Jedenfalls hier Wasser. Na, wobei, ich riskiere es jetzt mal nicht. Ich gehe nur runter. So springen wollte ich auch nicht. Ah, das hat aber geklappt. Hat mir nicht wehgetan. Okay. Da gehen wir mal zum Tor runter wieder. Freue mich echt schon drauf, wenn wir endlich mal ein Pferd haben. Epona oder Epona Bike. Achso, da vorne steht ja die andere Wache. Der hatten wir, glaube ich, auch schon gesprochen. Weiß gar nicht, ob wir hier auch rumkommen können. Kannst du mal probieren. Ja. Klappt alles. Na komm, ja da hoch. Ja, jetzt. Da hinten haben wir noch ein paar Schreine. So, Ruin von Hyrule-Stadt. Wir sind wieder da. Also ich bin mal gespannt, wie sich das mit Zelda auch weiterentwickeln wird. Die Frage ist halt, ob sie jetzt wirklich in der Vergangenheit ist, so wie ich mir das vorstelle. Oder doch in der Zukunft oder an einem anderen Ort. Also anderen Ort kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür ist sie einfach am selben Ort von gewesen wie wir. By the way, komme ich da rein? Tatsache. Ich glaube, hier waren wir noch gar nicht drin, oder? Sonst wäre der auch offen, glaube ich. Erstmal schnacken wir ihn nochmal an. Oh, sie? Was? Hä? War dieses Loch vorher schon hier? Wann ist das passiert? Ah, entschuldige, was ist denn? Wir sind hier so... Wir sind hier sehr nah am Abgrund. Es ist also gefährlich, weißt du? Sogar dieser Schrein könnte gefährlich sein. Jedenfalls lauert momentan wegen des Kataklysmus hinter fast jeder Ecke Gefahr. Sei auf der Hut. Welcher Abgrund? Du hast sicher die tiefen Löcher gesehen, die sich auf der ganzen Welt wegen des Kataklysmus aufgetan haben. In diesem Gebiet befinden sich welche unter Schloss Hyrule und südlich des Spähpostens. Ich habe gehört, einige Mitglieder der Forschungsgruppe, die so einen Abgrund untersucht haben, erging es nicht gut. Es wäre wohl das Beste, wenn du Abgründen jeglicher Art nicht zu nahe kommst. Im Ernst, ich bin froh, dass sich... Bin froh, dass ich bloß diesen Schrein untersuchen soll und keinen von den Abgründen. Schrein? Hä? Einer befindet sich doch direkt vor deinen Augen. Liest du etwa keine Zeitung? Mysteriöser Schrein über Nacht aufgetaucht. Stand direkt auf der Titelseite. Wir wissen zwar, dass sie aus uralten Zeiten stammen, aber ob sie nur vom Himmel gefallen oder aus dem Boden gewachsen sind? Auch geht es nur um die Schreine, nicht um die Schreine, sondern auch um die Abgründe. Wir wissen wirklich nicht so gut wie nichts. Ich muss echt mal mein Deutsch verbessern. Wir wissen wirklich noch so gut wie nichts über all das, was der Kataklysmus mit sich gebracht hat. Stell dir nur mal vor, von den Schreinen und Abgründen ginge Gefahr aus. Wir müssen sie alsbald erforschen. Die Leute vom Suchtrupp durchforsten unermüdlich das Umfeld von Schloss Hyrule. Ich darf nicht zurückstehen. Da darf ich nicht zurückstehen. Okay. Also, dass sie gut sind, haben wir ja schon rausgefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich da noch was ändern wird, dass die auf einmal sich als böse entpuppen. Wenn du zu tiefer Höhe runterfällst, dann leistest du Schaden. Ach, echt? Naja, hinzu kommt ja Kampftechniken. Ich höre nicht so schreien. Hinzu kommt ja auch noch... Die Schreine dienen ja auch als Portal. Da kommen wir vielleicht besser ran. Hier an die Stadt. Die Waffentasche ist voll. Verrostetes Schwert. Aber will ich das überhaupt haben? Ich glaube nicht. Ein verrostetes Schild. Sollte ich doch eigentlich... Wobei, ich habe das Reiseschild. Da ist ein verrostetes Schild hinter. Hat sogar nur 3er Stärke. Ne, das lassen wir. Das brauche ich nicht. So, da der Kampftechnik stand, denke ich mal, der will mit uns kämpfen.
Dieser Schrein läutert ein Übel aus vergangenen, vergessenen Tagen. Du, der du ihn besuchst, folge unseren Anweisungen. Weiche Angriffen mit einem Sprung zur Seite aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Gegenangriff. Zähler fassen, zur Seite springen. Hä? Okay, das ist nicht das... Achso. Hä? Ah! Das ist ja cool. Weiche Angriffe mit einem Sprung nach hinten aus. Nutze die so entstandene Gelegenheit für einen Angriff. Gegenangriff. Okay, ich will aber vorher nochmal eine andere Waffe auswählen. Weiß jetzt nicht, warum ich das Menü ausgewählt habe, aber naja. Da habe ich nicht aufgepasst. Aber zumindest hat uns das Schild gerettet. Herr, reißt uns die Füße weg. Ich bin rechtzeitig nach hinten gesprungen. Naja. Erstmal nehmen wir nochmal ein neues Schild. Oh, das hat schon gereicht. Cool. Pariere zum richtigen Zeitpunkt einen Angriff mit dem Schild, um den Gegner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Okay. Das war nicht so gut. Auch nicht, hä? Vielleicht, wenn er draufgeschlagen hat? Ah! Dem Moment, wo er draufhaut. Du kannst Kraft sammeln und einen aufgeladenen Angriff ausführen. Triff möglichst viele Gegner damit. Das habe ich schon rausgefunden. Aber die Angriffstechniken, das ist ja cool. Du hast alle Techniken gemeistert. Dir wird hiermit Zugang zum innersten Bereich gewährt. Oh, wieder eine Kiste. Der hat auch noch ein verrostetes Schwert. Und... Bogen, aber die Tasche ist voll. Nichtsdestotrotz haben wir vielleicht... Obwohl, beschädigt sind jetzt auch nicht aus, ne? Lass es denn... Obwohl, ich hab... Alter, Holzbogen. Der ist genauso ein Mist. Ich glaube, die schmeißen wir mal raus. Und dann nehme ich den Konstruktbogen mal mit. Der sollte eigentlich ja besser sein. So, gehen wir mal hier durch. Wobei, das eine Schild ist ja zerbrochen. Dann können wir das auch mitnehmen. So. Da bin ich mal gespannt, ob uns hier noch mehr... Nee. Da werden die beiden wieder drin sein. Wir machen mal die Kiste auf. Bestimmt wieder nur... Nee. Sonanium-Schwert. Aus Sonanium gefertigte Schwerter Sonau. Bei der Synthese mit Sonau-Bauteilen oder Materialien erhöht sich die Angriffskraft etwas mehr als üblich. Heißt das, das ist schon versetzt damit oder... Kann ich das noch verbessern? Auf jeden Fall ist das cool. Mal gucken, ob ich das mit irgendwas versetzen kann. Ich würde mal sagen, nehmen wir den Alpha Elite-Konstruktoren. Den vor allem. Und den... Was mit dem mal, weil der ja auch so schön lang ist. Dann nehmen wir nochmal die Synthese für. Oh, und 14er Stärke. Das ist ja gut. So, da suchen wir mal. Diesmal suchen wir nicht mehr nach anderen Kisten. Ich glaube nicht, dass wir noch mal was finden werden. Null Besucher dieses Bandschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Orte ruht.
So, wir kriegen wieder das Licht. Und damit verlieren wir wieder ein bisschen was von dem Miasma. Ich frage mich auch, ob der Arm jetzt wirklich für immer bleibt. Oder ob er seinen eigenen tatsächlich wiederkriegt. So, wir haben wieder ein Segenslicht gekriegt. Unsere Leben sind wieder aufgefüllt. Möge das Segenslicht dir Kraft schenken. Jo. Okay, das Ding ist komplett zu. Und schon geht's wieder raus. Ist ja cool, da müssten wir eigentlich, ich würde mal sagen, wir haben ja jetzt ganz schön was gelernt dadurch. Eigentlich müsste ich von Schrein zu Schrein erstmal laufen, die Dinge abarbeiten und sehen, was es noch gibt. Auch jetzt, wo die Waffe da vorne war, wer weiß, ob das noch viel stärkere gibt. Also gibt es bestimmt, aber ob ich die jetzt auch schon finden darf. So, von da oben bin ich gekommen. Wir sollen da hinten hin. Na, was leuchtet hier alles so schön? Ein paar Eicheln. Bin mal gespannt, wofür die wir daher brauchen. Reiselanze und ein Reise-Zweihänder, nö. Einfach nö. Ein Topfdeckel. Den könnt ihr auch behalten. Da habe ich bessere Schilder. Da ist noch einer an dem Mast. Ich glaube, mit dem haben wir noch nicht gesprochen. Bist du besoffen? Hua? Verflixt. Direktor. Direktor Dummster. Geht es dir gut? Ah, was habe ich nur angerichtet? Oh nein. Ups, Alter. Direktor Dummster, bitte verzeih, dass ich dir keine Stütze war. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Das konnte nur passieren, weil du mich erschreckt hast. Es mag nur ein Schild sein. Aber für eine Abbildung von Direktor Dummster, die den Boden berührt, gibt es keine Entschuldigung. Direktor Dummster? Du kennst Direktor Dummster nicht? Dabei wurde er von Prinzessin Zelda höchstpersönlich ernannt. In ihrem Auftrag stellt er überall diese Materialdepots auf und bildet damit das Fundament für den Wiederaufbau Hyrules. So ganz nebenbei hat er auch noch das Bauunternehmen Dummster aus dem Boden gestampft und zu einem, nein, dem für. Du tust was hier? Hä? Ich war noch gar nicht damit fertig, dir von Direktor Tor Dummsters Heldentaten zu berichten. Also jedenfalls, ich rede ja nicht gern darüber, weil es die Leute jedes Mal vor Neid ablassen lässt, aber ich habe von Direktor Dummster höchstpersönlich einen sehr besonderen Spezialauftrag erhalten. Meine Aufgabe besteht darin, aller Orten Schilder aufzustellen und für das Bauunternehmen Dummster zu werben. Aber das ist noch längst nicht alles. Es handelt sich nämlich mitnichten um ganz gewöhnliche Schilder. Es sind Schilder, auf denen der ehrenwerte Direktor Dummster höchst selbst abgebildet ist. Jawohl, sogar wenn es in Strömen regnet, ist dies keine Entschuldigung dafür, dass ein Schild den Boden berührt. Genau deswegen fungiere ich hier als Stütze. Nur keine Furcht. Direktor Dummster, ich stütze dich in allen Lebenslagen. Oje, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich nur tun? Du machst das prima. Nichts als Lobhudelei. Dann konzentriere ich mich eben weiter auf meine Aufgabe als Stütze. Was ist? Ich muss mich darauf konzentrieren, dass Direktor Dummster in meinem... Ich meine natürlich, das Schild nicht umfällt. Lass doch mal los. Ach was? Du willst es auch mal stützen? Na gut, Achtung, ich lasse jetzt los. Was so? Dafür gibt es keine Entschuldigung. Klingt es auch so mies. Kann ich damit irgendwas machen? Nee, leider nicht. Das wäre so witzig, wenn wir es auch noch zerstören könnten. Aber das ging doch auch in Ocarina of Time, bin ich der Meinung. Da konnten wir auch die Schilder auch zerschneiden. Das ging. Naja. Weiter geht's. Da haben... Ist das ein Wildschwein? Mal gucken. Oh, direkt umgelegt. Schönes Stück Fleisch. Das können wir bestimmt kochen. Wild. Synthese Angriffsstärke. Fleisch von den Tieren in Wald, Feld und Flur. Kann roh verzehrt werden, aber zubereitet schmeckt es besser und füllt mehr Herzen auf. Klasse, was haben wir da hinten?
Das sieht auch nicht so gesund. Achso, ein Fuchs. Gucken, was wir davon haben. Oder hat das so wie jetzt? Ein Fuchs überlebt das, aber ein Wildschwein nicht. Ich bin so dumm zum Zielen. Lassen wir es. Krass. Also der Fuchs überlebt das, das Wildschwein nicht. Heftige Spieldynamik. Naja. Wollen wir mal nicht so sein. Vielleicht hat er sich richtig hingewindet. Der Fuchs ist schlau. Stellt sich dumm. Vielleicht ist es beim Wildschwein andersrum. Okay. Hinten den Schrein hatten wir noch nicht. Oder sind wir von da gekommen? Eigentlich nicht. So, da hinten ist gleich Pura. Was ist das denn für ein Eingang? Locker werden da irgendwelche von diesen Goblin-Viecher drin sein. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon reingehen wollen, sollen. Ja, die werden uns die Mission schon sagen. Wir gehen mal rein in den Spielposten. Jo, Leute, Link ist in der Haus. Wieder. Hier gab es wieder nichts für uns. Pura war, glaube ich, hier oben, genau. Dann wollen wir doch mal berichten, ne? Gibt's da... Ne, gibt's nichts. Willkommen zurück, Link. Und? Hast du etwas herausgefunden? Was? Du hast Prinzessin Zelda gesehen? Von Schloss Hyrule aus? Sie ist zu einem Licht geworden und weggeflogen? Puh, du erzählst immer die wildesten Sachen. Wild. Aber wenn du das wirklich gesehen hast, muss ich dir wohl glauben. Das heißt, wir müssen völlig anders an die Suche herangehen. Wenn wir davon ausgehen, dass die Prinzessin zu einem anderen Ort geflogen ist, dann sollten wir wohl den Kataklysmus erforschen, dessen Folgen überall zu beobachten sind. Klingt logisch, oder? Es gibt da ohnehin ein paar Orte, über die ich mir schon Gedanken gemacht hatte. Und ich bin mir sicher, dass uns deren Erforschung auch auf die Spur der Prinzessin bringen wird. Du hast das Pura-Pad bei dir, oder? Kann ich es mal bitte kurz haben? Nimm's dir. Meine Güte, sieht das mitgenommen aus. Was hast du damit angestellt? Aber zu funktionieren scheint es noch. Welcher Knopf ruft nochmal die Karte auf? Ah, der hier. Das ist Y. Ah, tut mir leid. Jetzt wollte ich auf dem Pura-Pad die Karte von Hyrule aufrufen. Aber der Kartografierturm, mit dessen Hilfe sie erstellt wird, ist noch gar nicht bereit. Joscha, wie sieht es um den Kartografierturm aus? Also. Grundsätzlich ist er fertig. Aber. Abgeschlossen. Schlüssel abgebrochen. Oh. Der Teleporter müsste noch abgestimmt werden. Hä? Der Teleporter? Das sollte doch ein Kinderspiel sein. Tut mir leid, Link. Wir werden auf Hochtouren daran arbeiten. Kannst du dich noch etwas gedulden? Mach doch einfach eine kleine Pause. Ich bin sicher, die hast du dir verdient. Dieser Posten stellt auch Wohnquartiere zur Verfügung im sogenannten Schutzraum. Dort findest du kostenlose Betten, eine Küche und so weiter. Der ideale Ort, um mal Pause zu machen. Hast du noch Fragen? Ja, warum ich eine Pause machen soll? Dann wende dich doch an den Wächter des Schutzraums dort. Oder möchtest du Kleidung kaufen? Solltest du dich einmal in Mups oder Mups Laden umsehen? Ich bin da mal beim Kartografierturm. Wenn du zum Aufbruch bereit bist, sag mir Bescheid. Komm, Joscha, es ist Zeit, den Kartografierturm endlich in Betrieb zu nehmen. Das mit dem Teleporter erledige ich schon. Du hast den Schalterdienst, Joscha. Katschika! Jawohl, Direktor Pura. Ich stehe bereit. Schalter bei Fuß. Warum soll ich mir Klamotten kaufen? Ich meine, wisst ihr nicht mehr, wer ich bin? Bin ich hier der Größte? Okay, Spaß beiseite. Wir haben ja nur das ganze Königreich mal gerettet. Naja, ich war nicht dabei. Vielleicht muss ich mir deswegen auch Klamotten kaufen. Ah, hier gibt's was zu untersuchen. Studien zum Kataklysmus lesen? Jo. An diesem Tage bebte das Land und vermeintliche bodenlose tiefe Abgründe taten sich auf. Am Himmel begann es zu rumoren, woraufhin schwebende Inseln entschieden, die seither Teile von Ruinen herabregnen. Zu allem Überfluss. Zu allem Übermaß. Jedoch erhob sich auch noch Schloss Hyrule in die Luft und stellte unser aller Weltbild auf den Kopf.
All diese Geschehnisse scheint nur ein Begriff wahrhaft treffend zu beschreiben. Kataklysmus. Den Abgründen entsprang eine übel anmutende Materie, die alles zerfrisst, was mit ihr in Berührung kommt. Jeglicher Kontakt führt dazu, dass der Betroffene von unheimlichen Leiden befallen wird. Als wäre dies nicht schrecklich genug, umschließt diese furchtbare Substanz all unsere Waffen und zerfrisst auch diese. Wir nennen sie Miasma. Mangels weiterer Erkenntnisse entschieden wir, die Inseln im Himmel fortan als Himmelsinseln zu bezeichnen. Es ist nur ein Verdacht, aber anhand der herabfallenden Ruinen vermute ich, dass sie der Sonau-Zivilisation entstammen. Von jenen Sonau weiß man sehr wenig. Es heißt jedoch, dass sie einst den Himmel bevölkerten. Trotz der offensichtlichen Gefahr, die der Kataklysmus für Hyrule darstellt, kann ich mich eines Gedankens nicht erwehren. Die derzeitige Situation könnte durchaus Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit unserer Geschichte sein. Meinem Impuls folgend leitete ich sofort die Erforschung herabgestürzter Ruinen und der Himmelsinseln in die Wege. Erste Anhaltspunkte lieferten einen Bericht der Dorfvorsteherin Kakarikos über dort gefundene Ruinen mit Textfragmenten. Ich wies die Sonau-Forschungsgruppe an, in jenem Dorf in Nikluda, südöstlich des Spähpostens, Quartiere zu beziehen. Da ich selbst im Spähposten unabkömmlich bin, kann ich gewaltige Ruinen Kakarikos nur von hier aus betrachten. Währenddessen steigt aus dem Krater, den Schloss Hyrule hinterließ, unablässig Miasma empor. Dieser Umstand erschwert unsere Arbeit erheblich, sodass Prinzessin Zelda und Links Verbleib weiterhin ungewiss ist. Kurz nach dem Aufbruch der beiden zu ihrer Expedition unter das Schloss suchte uns das Kataklysmus heim. Der Kataklysmus. Ob zwischen beiden Ereignissen womöglich eine Verbindung steht? Das war eine Menge Text. Naja, sie hatte viel erfasst auf jeden Fall. Das gehört hier nicht hin. Hier sind überall diese kleinen Lampen, die auch gar nicht mal so schlecht aussehen. Ach, hier können wir auch noch hoch. Aber da auf das Segel, glaube ich, können wir nicht rausspringen. So, hier haben sie ihre Betten. Mann, ist das klein, naja. Das ist auch noch was. Puras Tagebuch lesen, ja. Es wurde eine Treppe entdeckt, die in tiefe Gewölbe unter Schloss Hyrule führt. Nicht einmal Prinzessin Zelda wusste davon. Die Existenz dieser Gewölbe scheint demnach selbst in der Königsfamilie in Vergessenheit geraten zu sein. Allerdings lässt sich dort Miasma feststellen, weshalb eine Untersuchung angebracht schien. Ich habe Prinzessin Zelda und Link dafür bestimmt, den Untergrund zu erkunden. Genau genommen hatte Prinzessin Zelda sich bereits freiwillig dafür bereit erklärt, bevor ich sie bestimmen konnte. Ich weiß zwar, dass niemand sonst für diese Aufgabe qualifiziert ist, aber ein ungutes Gefühl habe ich dabei dennoch. Ich habe mein Tagebuch nun in 4 Bände aufgeteilt, sodass sich durch Finden eines Bandes nur ein Viertel davon offenbart. Ich bin schon wirklich ziemlich genial. Den ersten Band werde ich Impa geben. Apropos Impa. Schon seit ich sie kenne, hat sie die Angewohnheit, wichtige Dinge unter anderen Dingen zu verstecken. Einmal versteckte sie ein Hefebrötchen unter einem Kissen und plättete das dann, als sie sich Gedanken verloren auch aufsetzte. Tagebücher sind bereits platt. Aber sie sind meiner Meinung nach zu wichtig, als dass sie unter ein Kissen gehören. Sie ist schon sehr genial, ja. An Bescheidenheit fehlt's ihr nicht. Ein runter. So, da oben, das wird uns auch nichts bringen. Wir gehen mal raus. Was ich auch cool finde, ist, dass das Öffnen von Türen und Portalen so eine Animation darstellt, aber wir trotzdem direkt durchgehen. Und nicht nur ein Video entsteht, wie wir da hinkommen. So, da gehen wir mal hoch. Ne, da will ich nicht hochklettern. Da auch nicht. So. Wir springen mal ein bisschen, damit wir schneller oben sind. Oh, und hier geht sogar ein Kuckrohr. Gucken wir mal durch. Kann aber nicht vor und zurück zoomen, wie es aussieht. Gucken wir mal aufs Schloss hoch, wenn ich das kann. Das ist ja eigentlich viel tiefer. Da oben ist auch gar nichts zu sehen. Aber das wird sich ja alles da drinnen abspielen. Nö, aber sonst gibt es hier nichts. Wir können auch nur in die Richtung gucken, aber gut, ist ja auch der Spähposten für das Schloss.
Hier sind wir durch. Laut der Karte sollen wir jetzt dahin gehen. Okay. Oh nein. Irgendwann lerne ich das auch noch. Okay. Anscheinend sollen wir wieder zum Schloss gehen. Das ist... Nee, hier vorne zum Spähposten. Okay. Turm am Spähposten. Ebene von Hyrule. Das gucken wir uns doch mal in der nächsten Folge an. Danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Abo da und dann bis zur nächsten Folge.